Jesus Christus, sucht nicht das Gesetz der Schriften. Und Jesus sprach: Sucht nicht das Gesetz in den Schriften, denn das Gesetz ist Leben, während die Schrift tot ist. Wahrlich, ich sage euch, Moses erhielt die Gesetze, nicht aufgeschrieben von Gott, sondern durch das lebendige Wort. Das Gesetz ist das lebendige Wort des lebendigen Gottes, an lebendige Propheten für lebendige Menschen. In allem Lebendigen ist das Gesetz. Ihr findet es im Gras, im Baum, im Fluss, im Berg, in den Vögeln des Himmels, in den Fischen des Meeres. Doch sucht es hauptsächlich in euch selbst. Denn wahrlich, ich sage euch, alle lebendigen Dinge sind Gott näher als die Schrift, die ohne Leben ist. So machte Gott das Leben und alle lebendigen Dinge, dass sie durch das ewige Wort die Gesetze des wahren Gottes den Menschen lehren können. Gott schrieb die Gesetze nicht auf Buchseiten, sondern in euren Herzen und euren Geist. Sie sind in eurem Atem, eurem Blut, euren Knochen, in eurem Fleisch, euren Eingeweiden, euren Augen und Ohren und in jedem kleinsten Teil eures Körpers. Sie sind gegenwärtig in der Luft, im Wasser, in der Erde, in den Pflanzen, in den Sonnenstrahlen, in den Tiefen und Höhen. Sie sprechen alle zu euch, damit ihr die Sprache und den Willen des lebendigen Gottes verstehen könnt. Dies ist ein Text aus dem Buch Das Friedensevangelium der Essener.
Rose, Kreuz und Herz von Hilarion aus dem Buch Die großen Liebenden. Nicht müde werden sie, wieder und wieder zu künden. Du selbst bist deiner Leiden und deiner Erlösung einziger Wirker. Du selbst musst, willst dir helfen und den Gott in dir erwecken. Niemand kann es an deiner Stelle tun. Selbst formt sich der Mensch. Selber ist er seines Schicksals Vollender. Nicht bedarf es fremder Führung, und keiner Meister außer dem einen, der in ihm ist. In dir ist deine Erlösung, in deinem Herzen ist der Gottheit ewig fließender Quell. In deines Herzens Innersten flammt einem feurigen Wetterleuchten gleich, allverzehrend und allerlösend der Gott in dir, ihn suche zu erwecken. Wahrlich, jeder ist bestimmt, den großen Liebenden gleich, Gott lebendig in sich zu erwecken. Wir sind alle in unserem innersten Wesen nach Meister der Weisheit. Wir müssen nur unter Liebe innerlich erwachen. Immer noch tönt der Ruf der großen Liebenden an aller suchenden Herz: Werde, der du bist.